Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dem Stück schriftliche dreifache Ausfertigung von Dieter Perlowski. Aus. Die simuliert.
auffallen muss ich auch. Das kann ich doch alles. Aber das verstehe ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich erkläre das alles später. Ja. Meine Frau sagt ein fremder Mann. Ich glaube, ich habe überlegt. So, jetzt meine 5 Minuten. Oh, Tal, ich hab's mir verdient. Ich hab nur einen Fall zu lösen. Oh, Mann, ich bin nicht da. Scheinbar.
aber pass mal auf. Das ist nicht meine Frau, das ist ihre Cousine Florentin. Ja. Und die haben ihn schon zweimal bestohlen. Und ich werde sie gleich der Kriminalpolizei übergeben, damit der Fall mal von Fachleuten geklärt wird. Ja, ja, Florentin, das ist mein Onkel Bert. Hallo! So gut erzogen sein, wie dein Sohn Jochen. Welcher? Oh, der Jochen, ja klar. Ja, der Jochen. Hör mal, wo ist denn der Jochen überhaupt? Der muss arbeiten. Ach was. Nein. Der ist unabhängig, der kann nicht kommen. Der kommt gar nicht mehr. Nein, gar nicht. Da kann man nichts machen, wenn der Jochen keine Zeit hat. Nein, gar nicht. Und dann, weißt du, ich würde dich mal meiner richtigen Frau vorstellen, der kann es auch gleich das Geschenk übernehmen. Wo ist sie denn? Ja, die ist in der Küche. Hier mal, guck mal, hier geradeaus, da siehst du sie. Da ist sie ja schon, hallo! Wenn wir noch irgendwas für Sie tun können, dann sagen Sie es nur. Herr Kalucke, ja. Was können Sie tatsächlich? Eine Frage hätte ich da. Ja. Haben Sie eine Schreibmaschine? Na klar, warum nicht? Haben wir eine Schreibmaschine? Wenn Sie uns die Schreibmaschine vielleicht kurz ausleihen könnten, so für ein halbes Stündchen. Wir müssen doch noch was Geständnis von den sauberen Herren aufnehmen. Und Sie wissen doch, das macht man schriftlich in drei.